Hallo und willkommen zu meinem Photoshop-Tutorial. Mein Name ist Irina Frank. Heute zeige ich euch eine Hilfsebene. Wenn die Retusche beendet ist und bevor man die Endvariante speichert und das Bild veröffentlicht, sollte man das Bild nochmal überprüfen. Dafür benutze ich eine Hilfsebene, sogenannte Solarkurve, um sicherzugehen, dass ich zum Beispiel keine Flecken oder Sensorstaub oder fliegende Härchen übersehen habe. Ich habe die Solarkurve als eine Aktion in meinem Photoshop gespeichert, aber euch zeige ich, wie man diese Kurve manuell erstellt. Nun fangen wir an. Ich erstelle eine Ebene, Gradationskurve, und hier werde ich eine Art Welle erstellen. Jetzt geht's nach unten, dann nochmal nach oben. Und nochmal nach unten. Nach oben. So entstehen vier Gipfel hier oben und fünf hier unten. 1, 2, 3, 4 und 5. Ich habe extra ein unbearbeitetes Bild genommen, damit wir alle Fehler gut sehen können. Zum Beispiel, hier sieht man sehr gut alle fliegende Härchen. Dann Sensorstaub. Dann hier zum Beispiel Flecken. Oder hier Fältchen. Um die Fälle zu korrigieren, wenn ihr welche gefunden habt, erstellt ihr eine leere Ebene unter der Solarkurve und mit einem Reparaturpinsel weich entfernt ihr alle Fälle. Da ihr auf einer leeren Ebene arbeitet, sollte der Aufnahmebereich aktuelle und darunterliegende Ebene sein. Ich will das Bild nicht vollständig korrigieren, das sollte nur als ein Beispiel dienen. So, nachdem alle Fehler korrigiert wurden, kann die Solarkurve gelöscht werden. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.